In dieser Episode sagen wir au revoir, bauen unsere Villa ab, finden die Franzosen, und zwar alle, also wirklich alle, und entdecken Wasser. Sehr cooles Wasser. Mhm. Viel Spaß beim Schauen. Viel Spaß. Guten Morgen aus Mühlhausen. Hi. Guten Morgen aus Mühlhausen. Hi. Wir glauben, es hat 9 Grad, es ist windstill, es ist super, super schön. Und heute geht es bei strahlendem Sonnenschein zurück. Und zwar die französische Grenze entlang. Ist das hoch? Hoch, über Colmar. Und dann irgendwann biegen wir nach Pforzheim ab. Viel Spaß. Viel Spaß, vielleicht sogar eine Fähre dabei. Und bevor es losgeht, müssen wir eine wichtige Task leider noch hinter uns bringen, und zwar unsere Villa abbauen. Das Dreimannzelt muss abgebaut werden, das heißt erstmal alles leer machen, möglichst direkt im Motorrad verstauen und dann nach und nach die Tasche packen, damit wir dann am Ende, also man baut es ja in umgekehrter Reihenfolge dann ab, alles dann wieder einpacken. Und wie das ganze Geraffel am Ende wirklich in diese Ortlieb-Tasche passt, dazu machen wir euch mal ein extra Video. Da bin ich übrigens Hauptdarsteller in dem Video, neben der Ortlieb-Tasche. In dem Video geht es nicht nur um Colmar und unsere Heimfahrt, sondern uns ist klar geworden, dass wir in dem Video auch ziemlich viele Erlebnisse haben. Die sind so gefühlte Standarderlebnisse von Motorradfahrern, und es geht gleich mal ziemlich gut los. Nämlich am Ausgang vom Campingplatz. Schatz, ist dir was passiert? Haben sie gerade angemacht und er hat gemeckert, dass das Licht kaputt ist. Das Abblendlicht. Deswegen müssen wir das jetzt kurz aufmachen. Die Heidi hat mal wieder eine Lampe gefressen und hat mir direkt eine Fehlermeldung ausgespuckt, dass mein normales Licht, also mein Abblendlicht, nicht funktioniert. Was aber bei dem Karl-Dall-Gesicht ganz schön ist, weil man einfach Fernlicht mit dem Abblendlicht tauschen kann. Und ja, da habe ich einfach kurz eine kleine OP gemacht. Das ist der Übeltäter? Ja, die sind. Du hast mich noch nicht mal als Krankenschwester gebraucht. Doch, du hast ja gefilmt und hast mir da quasi verdeckt die Anweisung gegeben. Die Leute sehen ja nicht, dass hinter der Kamera quasi die ganzen großen Schilder sind mit tue dieses, mache jenes, wirke klug. Aber wir haben doch gesagt, wir verraten das nicht, wie das abläuft. Ja, das ist dann deine Aufgabe, das nicht reinzuschneiden. Wir sagen auf jeden Fall Mühlhausen tschüss. Das war wunderschön. Vielen Dank. Au revoir. Beim nächsten Mal gerne ein bisschen wärmer. Oh ja, das wäre super. Das nächste Standarderlebnis für unsere Zunft als Motorradfahrer ist, sich aus großen Städten rauszukämpfen. Und in dem Fall müssen wir jetzt erstmal raus aus Mühlhausen. Ja, da muss man halt immer ein bisschen tapfer sein, ne? Da sind die ganzen Bürgerkäfige unterwegs, dann sind die ganzen Ampeln unterwegs und dann anhalten, stop and go. Aber das Schöne ist, man weiß dann ja, man fährt ja raus, man fährt ja nicht rein. Da darf man sich auch einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das sind wir, je älter wir werden, umso reifer und ruhiger werden wir. Muss ich auch noch sehr alt werden. Nee, das Coole bei den Franzosen ist, die haben ja sehr, sehr viele Kreisverkehre. Und das macht, also für einen Motorradfahrer ist das halt cooler als so eine Ampel, ne? An der Ampel stehst du und dann, wenn grün ist, darfst du fahren. Also meistens zumindest. Aber bei so einem Kreisverkehr, da kannst du halt ein bisschen Schräglagentraining machen. Was uns jetzt beim Schneiden aufgefallen ist, dass es unglaublich viele Kreisel gab. Und wir zeigen euch die mal. Also wir zeigen euch nicht alle, sonst kriegt ihr einen Drehwurm. Wir sind richtige Kreiselfetischisten, sieht es irgendwie aus. Ja. Aber
vielleicht machen wir beim nächsten Mal, wenn wir nach Frankreich fahren, so einen Strich-Count oben rein, dass wir einfach mal mitzählen, wie viele Kreisel es am Ende waren. Könnt ihr das bestätigen, dass es in Frankreich, dass euch das auch aufgefallen ist, dass es da so viele Kreisel gibt? Also entweder schnurgerade, ja. Also so Nordfriesland-mäßig oder Kreisel. Das und auch gerne mehrere hintereinander. Genau. Das ist uns auch aufgefallen, die Städte sind teilweise richtig, richtig gerade. Einfach gerade, gerade, gerade über gefühlt Tausende von Kilometern. Könnt ihr uns bitte erklären, wo in Frankreich die Franzosen sind? Weil wenn ihr euch hier die ganzen Städte anschaut und auch unsere vorherigen Videos gesehen habt, das ist alles menschenleer und genau die Erfahrung haben wir in den Vorjahren schon gemacht, dass in Frankreich Leute sich scheinbar hinterm Haus aufhalten, auf jeden Fall nicht da, wo wir sind. Es war schon sehr leer. Wie so eine Szene aus Walking Dead, ne? Wir sind da irgendwie mit unseren Mopeds unterwegs und keine Sau ist unterwegs. Aber wir finden sie ja. Wo sind all die Franzosen? In Colmar. Alle. Und mehrere Reisen haben wir da natürlich unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht, weil manchmal ist es explizit nicht erlaubt, dass man in die Autoparkplätze reinfährt. Manchmal ist es explizit nicht erlaubt, dass man auf dem Gehweg parkt. Dort, wo wir jetzt hingefahren sind, war so viel los und so wenig Parkplätze, dass wir da jetzt nicht auch noch den Unmut von Autofahrern auf uns ziehen wollten, indem wir dann mit zwei Mopeds die Parkplätze dicht machen und haben uns deswegen dann auf den Gehweg gestellt. Und ein bisschen durchgedrängelt hast du dich. Wo habe ich mich durchgedrängelt? Bei der Tonne. Bei der Tonne? Ja, da war bestimmt noch, also da war locker noch ein Zentimeter Platz. War da. Finde, wir sind einfach offen für flexible Lösungen. Genau. Hier sind wir jetzt endlich in Colmar angekommen. Das Interessante ist, wir hätten es uns in dem Moment schon denken können, wo wir die Parksituation gesehen haben, dass das gleich in Colmar ein großer, großer Spaß wird. Wahnsinn. Wir sind hier in Colmar und hier ist gerammelt voll. Wir haben uns jetzt kurz ein halbwegs ruhiges Örtchen gesucht, aber wir gehen jetzt wieder. Also wir schneiden euch noch ein paar Aufnahmen mit rein. Das ist der Wahnsinn. Wir haben uns auf der ganzen Fahrt gedacht, wo sind die ganzen Leute? Wirklich Bürgersteige hochgeklappt. Keine Sau unterwegs, kein Mensch, kaum mal ein Auto. Aber die sind alle hier. Die sind alle hier. Also wenn ihr irgendwo mal Leute sucht, die sind alle in Colmar. Wenn ihr irgendwelche Verwandten vermisst, sind alle in Colmar. Unerträglich. Also Colmar ist eine mega schöne Stadt. Die ist eine unserer Lieblingsstädte in Frankreich. Relativ dicht gelegen für uns, haben einen coolen Campingplatz, da waren wir schon häufiger und deswegen fahren wir da immer mal wieder gerne hin, weil man auch schön spazieren gehen kann. Das ist Camping Dill. Ich blende euch jetzt euch nachher im Video noch ein, wo der ist. Wir waren schon mehrmals in Colmar, aber so, so voll wie jetzt hier am Ostermontag war es noch nie. Ja, wobei man dazu sagen muss, wir waren da jetzt natürlich auch ein bisschen empfindlich. Also wenn man von in warmen, mit dem Motorradklamotten, mit dem Geraffel, mit dem Gepäck da rumläuft, dann findet man das jetzt, glaube ich, weniger entspannend, als wenn man da jetzt mit Flipflops, kurzer Hose und einem Eis in der Hand rumläuft. Ist ja aber auch andererseits schön, dass man das dann wieder sieht, nachdem irgendwie alle zwei Jahre lang zu Hause gewohnt haben und nicht rausgegangen sind, da jetzt mal wieder alle rauszukommen. Fakt ist, Colmar war uns viel, viel, viel zu voll. Wir haben sofort wieder Reis ausgenommen, aber damit ihr euch einen Eindruck von der Stadt machen könnt, haben wir in unseren Archiven gekramt und blenden euch jetzt mal ein paar Bilder von Chris ein. Viel Spaß beim Schauen. Thank you.
Colmar ist eine tolle Stadt, kann man super viel sehen, kann man ganz toll fotografieren. Aber für uns war es in dem Moment zu voll, zu warm und einfach zu viel los. Auf den Bildern seht ihr hoffentlich, wie schön Colmar im Normalfall ist. Dann Colmar hinter uns hatten, sind wir weitergefahren und unser nächstes Ziel ist leider zu Hause. Wir haben uns versucht, den Weg noch so schön wie möglich zu machen. Hi, Pause, nachdem wir Colmar entflohen sind und ich zeige euch mal wo. Schatz, was essen wir? Halt die Marke zu. Kakaokekse. Nom, 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 nom. Zimmer mit Blick. Was essen wir da? Baguette. Baguette. Schön im Wald. Ich glaube, ich stehe im Wald. Das geht nur in Frankreich. Wir sind da ja wieder mal so halb ohne Plan rumgefahren und haben dann auf der linken Seite ein schönes Wasser gesehen. Das hat so von der Farbe her sehr türkisfarben uns an Soča River erinnert. Slowenien, blenden wir euch ein. Und da haben wir gedacht, Mensch, da halten wir einfach mal an. Pause schon wieder, wir machen eine Drohnenaufnahme. Hier geht Chris wieder in die Luft und wenn ich ehrlich bin, hatte ich immer wieder total viel Schiss, weil hinter uns war irgendwie ein Bauer, der hat schon ganz böse geguckt und ich dachte wieder, wir machen was Verbotenes. Also wie war das? Wir haben an der Straße angehalten und am Ende eines langen Weges war ein privates Grundstück, wo schemenhaft eine Person mit zwei Hunden zu erkennen war. Und das hat dich sehr, sehr nervös gemacht. Zu Recht. Dabei hätten wir ja die Drohne gehabt zur Verteidigung. Ich war dann einfach so froh, als wir wieder runter konnten. Und sorry, wenn die Aufnahmen nicht sehr lange sind. Ich glaube, ich habe Chris genötigt, schneller wieder runterzukommen. So unser Gefühl war, wir wollten eigentlich auf der französischen Seite nach oben fahren und dann irgendwann rüber nach rechts abbiegen Richtung Pforzheim. Das haben wir auch gemacht und fanden es dann eigentlich im Nachhinein fast einen Tick langweilig. Also die Anfahrt durch den Schwarzwald über Freiburg war wesentlich schöner in meiner Erinnerung. Ein weiteres Schicksal von Motorradfahrern ist, dass auf gefühlt jeder Reise immer irgendwie eine neue Straße kommt, die das Navi nicht kennt. Ja, also unser Navi ist jetzt halt mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Ja, wie alt? Es wird jetzt bald eingeschult. Oh. Und
Dementsprechend, das Kartenmaterial versucht zwar immer noch auf Stand zu kommen, aber klar. Dafür ist ja wieder gut, dass wir nicht so viel mit GPX und GPS-Daten und so weiter fahren. Das heißt, wir haben eine Himmelsrichtung und dann sehen wir ja, da geht die Straße weiter und so grob sind wir auf Kurs. Das passt schon. Das ist unser Navi-Opa. Navi-Opa. Ihr passt dann zusammen. Nee, mein Plan ist ja, ich behalte das einfach so lange, bis ich es für teuer Geld an Garmin zurückverkaufen kann, weil die es fürs Museum brauchen. Weil dann schon Spinnweben und so drauf sind. Nee, Spinnweben wird ja genutzt. Vielleicht ist es dann auch wieder aktuell. Vielleicht ist es dann wieder aktuell, ja. Also wenn ihr aus der Gegend seid oder hier schon unterwegs wart, es gibt ein paar Möglichkeiten, dann den Rhein zu überqueren. Das sind entweder über Brücken logischerweise oder über Fähren. Und da gibt es unterschiedlich große Fähren. Manche kosten Geld, manche sind kostenlos. Und da auch wieder, je kleiner, umso schöner finden wir es eigentlich. Mhm. Erinnerst du dich an die Grenze? Genau, das war ja mit der Brücke. Und wir waren ja die ganze Zeit in diesem Wasserstraßen-Wall-Ding da unterwegs. Ja, wir hatten ein paar Autobahn-Etappen mit reingepackt, um ein bisschen Strecke zu machen. Es war in dem Moment überhaupt nicht schlimm. Das ging gerade mit der Royal Enfield besser als gedacht. Hm. Wir sind immer so 110 gefahren. Sehr viel mehr möchte sie nicht unbedingt. Oder beziehungsweise sehr viel will ich nicht, sonst wird es unangenehm. Aber das hat ihr richtig gut getan, mal konstant so gefordert zu werden. Ja, und viel schneller will die Heidi aber eigentlich auch nicht. Also sie kann deutlich schneller, dann wird sie aber sehr brummig und die Drehzahlen sind dann ja, eigentlich auch nicht mehr so schön für ein Reisemotorrad. Das heißt, typischerweise sind wir so im Bereich 90 bis 100, 110, irgendwie sowas unterwegs. Wie geht's jetzt weiter? Wir werden demnächst noch ein separates Video dazu machen, wie wir unser Zelt abbauen. Und danach verabschieden wir uns erstmal in die kleine Sommerpause. Also auf YouTube wird es jetzt eine Weile dauern, bis ihr dann nach und nach neuen Content bekommt, weil den müssen wir natürlich erstmal wieder produzieren. Aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden über Instagram, was wir gerade so machen. Und wo wir gerade unterwegs sind, da kriegt dann der eine oder andere schon mal ein paar Spoiler-Alerts, was dann so alles passiert. Und ja, wie gesagt, gerne die Aufforderung, wenn euch irgendwas interessiert, wollt ihr ein extra Video zur Fotoausrüstung haben, wollt ihr ein extra Video zu den Motorrädern haben, zu einem bestimmten Motorrad, ja, lasst es uns einfach mal gerne wissen und dann können wir darauf reagieren. Mich würde vor allem interessieren, was haben wir verpasst, weil wir sind immer dankbar für Tipps. Wir sind jetzt in unserer Homezone, wir sind gleich daheim. Wir sagen euch jetzt schon mal vielen lieben Dank fürs Schauen und bis bald. Bis bald, passt auf euch auf und ja, vielleicht treffen wir uns ja unterwegs mal irgendwo. Würde uns freuen. Und macht's dann gut. Bis bald, ciao und au revoir. Au revoir.